Ist es eigentlich möglich, ein E-Auto mit Hilfe von Solarenergie und einer Powerstation unabhängig von Steckdosen oder Wallbox zu laden? Genau über dieses Thema möchte ich im heutigen Video mit euch sprechen. Und damit Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei mir aus dem PV-Stadel. Nicht jeder hat die Möglichkeit, wie ich, sein Elektroauto über eine Inselanlage zu laden. Nicht jeder hat die Möglichkeit, zu Hause in der Garage eine Wallbox zu installieren. Viele von uns oder viele von euch Zuschauern wohnen in Mehrfamilienhäusern, wo es einfach nicht möglich ist, ein solches Auto zu laden. Und da hatte ich die Idee, doch mal zu prüfen, inwieweit es Sinn macht, ein Auto über eine Powerstation zu laden. Jetzt muss man ganz ehrlicherweise sagen, eine solche Powerstation hat natürlich nicht viel Speicherkapazität, aber die Grundfrage ist natürlich erstmal, schafft eine Powerstation überhaupt ein Elektroauto zu laden? Und ich habe mir gedacht, wir probieren das Ganze einfach mal heute in einem kleinen Video aus. Sprich, wir schauen, funktioniert das nicht. Ihr seid live dabei. Wenn es voll in die Hose geht, werdet ihr sehen. Wenn es funktioniert, werdet ihr es auch sehen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Powerstation dazu an. Ihr seht, das Ding ist gar nicht mal besonders groß. Ich möchte auch nicht viel auf die Powerstation eingehen, nur vielleicht mal, was ihr geliefert bekommt. Neben der Powerstation habt ihr hier so ein Case, wo das Ladekabel drin ist, und das war es dann auch schon. Aber ihr habt hier so eine Schutzhülle drüber und das gefällt mir wirklich gut. Denn sind wir mal ehrlich, die meisten Powerstations werden gekauft, um sie im Urlaub zu nutzen oder für das Thema Krisenvorsorge, und dann stehen die viele Monate teilweise im Keller rum, stauben dazu, und da finde ich diese Schutzhülle, die hier über der Powerstation drüber ist, eigentlich eine gute Idee, und das ist von meiner Seite aus schon mal ein dicker Bonuspunkt. Ich denke, zur Powerstation oder zum Thema Powerstation selbst brauche ich nicht mehr ganz so viel zu sagen. Ich meine, ihr kennt alle diese Kisten, ihr habt sie mehrfach hier auf YouTube gesehen. Dieses Modell verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, wenn euch das Ganze interessiert, denn diese Powerstation ist meiner Meinung nach recht interessant. Nicht nur durch das kleine Verhüterli, was dabei ist, sondern einfach auch vom angebotenen Leistungsumfang her. Ihr habt 2048 Wattstunden, habt eine Leistung von 2400 Watt. Natürlich ist hier ein NiFePO 4 Akku verbaut. Heute wird ja eigentlich auch nichts anderes mehr verbaut. Das ist also auch kein Argument mehr. Aber ich habe diese Powerstation vor 2 Wochen auf 100% geladen, und ich würde sagen, ich schalte die einfach mal ein und wir schauen, wo der Akku heute ist. Und heute immer noch bei 100%. Das überrascht mich jetzt, das finde ich positiv. Und ja, ansonsten habt ihr hier die üblichen Verdächtigen, das Licht, das mache ich jetzt nicht an, damit es euch nicht blendet. Ihr habt hier mehrfach USB-C-Ausgänge, jeweils 20 Watt und einmal 100 Watt. Ihr habt hier USB-A Quick Charge 3.0. Interessant an dieser Powerstation ist auch dieser Ausgang, nämlich 12 Volt 25 Ampere. Das heißt, hier könnt ihr letztendlich dann auch einen Wechselrichter anschließen, um zu Hause den Strom ins Hausnetz wieder einzuspeisen. Hier oben der typische Zigarettenanzünderstecker, also nichts Besonderes. Die Bauart hier oben mit der Klappe, hier oben ist noch eine Klappe, da befindet sich das Ladekabel für die Solarmodule drin. Das ist, ja, kommt mir recht bekannt vor von anderen Herstellern, aber wir haben ja schon oft den Verdacht gehabt, dass diese Geräte eigentlich in China teilweise von denselben Fabriken produziert werden und nur andere Markennamen drauf gedruckt werden. Hier an der Seite habt ihr die Klappe für den Netzanschluss. Ihr könnt die Powerstation mit 1100 Watt laden. Und ihr habt noch die Möglichkeit, hier natürlich ein Solarmodul anzuschließen. Ihr habt einen Spannungsbereich von 11 bis 50 Volt und 20 Ampere. Und das heißt, ihr könnt eigentlich die allermeisten Standard-Balkonkraftwerk-Solarmodule oder die allermeisten Standard-Solarmodule hier dran anschließen, um diese Powerstation zu laden. Auch das macht es natürlich wieder interessant in Sachen Elektromobilität. Ansonsten habt ihr hier an der Seite noch eine Sicherung. Und ihr habt hier beiden hier die Ausgänge für die Schuko-Steckdose, die gucken wir uns gleich an. Vom Gewicht und von den Abmessungen her finde ich die Powerstation recht leicht. Also die wiegt gerade mal 22 Kilo, laut Hersteller. Ich habe das Gefühl, sie ist noch mal ein Stückchen leichter, aber wie gesagt, das ist nur mein Gefühl. Ich habe es jetzt nicht nachgewogen, aber auch die Bauform finde ich sehr, sehr interessant. Aber unterm Strich sind wir natürlich nicht hier, um über die Powerstation zu sprechen. Wenn euch diese Powerstation interessiert, dann findet ihr, wie gesagt, unten einen Link in der Videobeschreibung. Wir möchten heute über das Thema Elektromobilität sprechen, sprich, wie können wir unser Elektroauto laden? Und dazu braucht ihr in der Regel erstmal eine Lademöglichkeit über einen sogenannten Ladeziegel. Ich habe jetzt hier für meinen, der ist da vorne, den bauen wir gleich ab, schon mal den Schuko-Adapter.
Und bei Tesla ist es so, wenn ihr über den Schuko-Adapter laden möchtet, dann reduziert das Ladegerät schon mal die Stromaufnahme auf maximal 13 Ampere. Das ist für diese Powerstation immer noch zu viel, weil das über 3000 Watt sind. Das heißt, wir müssen im nächsten Schritt erstmal im Auto einstellen, dass das Auto mit möglichst geringer Leistung laden soll. Und das machen wir jetzt. Die Ladung einstellen können wir hier oben. Und ihr seht schon hier, ich habe das schon runtergestellt auf 5 Ampere. 5 Ampere ist beim Tesla das Minimale, was ihr einstellen könnt, außer ihr steuert den Wagen über die API an, sprich über eine Schnittstelle. Dann könnt ihr es runterregeln auf bis zu 1 Ampere. Das macht aber wenig Sinn. Ich denke, mit 5 Ampere kommen wir schon mal gut klar. Und jetzt schließen wir mal das Ladegerät an. Um über Schuko zu laden, braucht ihr, wie gesagt, erstmal den Adapter. Den könnt ihr bei Tesla hier einfach rausziehen und setzt dann den Schuko-Adapter rein. Und dann schließen wir hier die Powerstation an und stecken das Ganze erstmal fröhlich ein. Und ansonsten jetzt einfach mal einstecken und dann schauen wir, was passiert. Also wir können jetzt auf dem Display sehen, dass das Auto mit 1000 Watt lädt. Und ich würde sagen, wir schauen mal ins Auto, was der uns genau anzeigt. Also wir haben aktuell 270 Kilometer im Akku und ich würde sagen, ich erhöhe jetzt mal die Leistung auf 7 Ampere, um dann zu schauen, wie viel wir mehr ins Auto geladen haben, bis die Powerstation leer ist. Also statt 7 Ampere gehen wir jetzt mal auf 9. 9 Ampere entspricht 2000 Watt, 2 kW. Ich möchte jetzt nicht bis ans Limit ausreizen, sondern ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal leer sorgen oder sollen wir mal hochdrehen, um zu gucken, was passiert, wenn er überlastet wird. Na, ich lass ihn einfach mal leer laufen. Ganz interessant hier oben zu sehen, wir haben 1 Kilometer Reichweite verloren, weil der Akku natürlich jetzt kalt ist und der natürlich einen Teil der Energie braucht, um den Akku zu heizen. Aber ich bin risikofreudig und gehe auf 10 Ampere. 10 Ampere, 2300 Watt fast. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn die Powerstation leer ist. Wir sind jetzt hier schon bei 76% und die ganze Zeit hält die Powerstation so über 2300 Watt. Wie gesagt, 2400 ist das Maximale. Ich möchte es jetzt aber auch nicht höher drehen. Was ich aber sehr interessant finde, hört mal genau hin. Ihr hört nämlich nichts. Also trotz dieser hohen Leistung, die jetzt schon über einen ziemlich langen Zeitraum abgegeben wurde, läuft hier noch immer kein Lüfter an. Und das finde ich gerade, wenn man diese Powerstation im Wohnmobil einsetzen möchte oder sonst wo, sehr, sehr interessant. Weil da haben viele andere Mitbewerber, viele andere Powerstations echt ein Problem, was das Thema Lüftung angeht. Die sind einfach laut und nervig und hier ist nichts. Gefällt mir. Jetzt ist was ganz Interessantes passiert, also bei 53% so, ist die Leistung der Powerstation etwas runtergegangen auf, ich glaube, um die 2270 Watt, also nicht viel, ist ein bisschen runtergegangen und der Lüfter ist angegangen. Und kurz nachdem der Lüfter anging, ging die Leistung auch gleich wieder hoch und ich bin mal ruhig. Also ihr hört, wie leise der Lüfter hier in dieser Powerstation ist, das ist wirklich genial. Ja, jetzt dreht der Lüfter ein bisschen hoch. Nicht viel, aber trotzdem immer noch weit unter dem. Das überrascht mich wirklich. Ich möchte natürlich nichts vorenthalten. Hier ist alles so, wie es passiert. Und jetzt gerade bei 48% ist der Lüfter noch eine Stufe höher gedreht. Das heißt, der scheint wohl eine mehrstufige Regulierung zu haben. Man hört ihn jetzt deutlich, aber naja, meine anderen Powerstations, also meine kleine Bluetti EB70, da ist das Netzteil lauter wie das Ding jetzt gerade. Ich bin noch mal ruhig, dann konnte ich es noch mal hören. Also ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt was hört. Also der brummt teilweise lauter, wie jeder Lüfter ist. Jetzt setzt er noch mal einen drauf. Ich bin gespannt, ob der
die nächsten 19 Minuten durchhält oder irgendwann gleich wegen Überhitzung abschaltet. Jo, jetzt hat er abgeschaltet. Also nicht die Powerstation, die läuft immer noch weiter. Die liefern immer noch 2300 Watt. Aber bei unter 40% hat jetzt die Lüftung komplett abgeschaltet. Die lief vielleicht jetzt 5 Minuten, 6. Also es ist wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, im Wohnmobil würde mich das jetzt absolut nicht stören. Da kenne ich viel, viel schlimmere Kandidaten. Naja. Wie gesagt, ihr seid dabei. Es ist jetzt hier nichts, das Geschirr ist nichts gestellt. Hier ist alles real. Jetzt wird es interessant. Die Powerstation hat jetzt zweimal gepiept. Wahrscheinlich, weil die Zeit unter 4 Minuten gefallen ist. Jetzt dreht sie auch nochmal die Lüfter hoch. Mal schauen, was da jetzt noch so passiert. Also ich denke, das Piepen war jetzt wirklich einfach nur ein akustischer Hinweis darauf, dass der Akku bald leer ist. Macht natürlich Sinn. Wir nähern uns jetzt den 2 Minuten Restlaufzeit bzw. 6% Restkapazität. Ich lasse jetzt die Kamera einfach mal durchlaufen. Zur Not beschleunige ich das. Einfach um zu schauen, was passiert denn jetzt gleich. Ihr könnt die Zeit übrigens sinnvoll nutzen und schon mal den Kanal abonnieren, denn ich werde natürlich die nächsten Tage nochmal einen Short hochladen, wo ich einfach mal versuche, 16 Ampere über die Powerstation zu ziehen oder 13, was das Ladegerät maximal kann, und einfach mal zu schauen, wie die sich verhält, wenn die abschaltet. Aber dazu muss ich erstmal das Ganze wieder aufladen und von daher Kanal abonnieren, damit ihr die Shorts dazu nicht verpasst. So eine Minute kann ganz schön lang sein, wenn sie will. Ich habe mal gehört, die sind so 60 Sekunden lang. Oh, jetzt aus. Ende. Abgeschaltet. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal im Auto, was er uns jetzt anzeigt. So, wir haben hier eine Fehlermeldung auf dem Auto. Sprich, Laden nicht möglich. Ladestation ohne Strom. Klar, Ladung abgebrochen, das ist klar. Aber hier oben, das ist interessanter. Wir haben 10 Kilometer dazugewonnen. Und was das jetzt bedeutet, darüber sprechen wir draußen, würde ich sagen. Damit sind wir an den Punkt angekommen, wo wir das, was wir jetzt im Video gesehen haben, einfach mal für uns ein wenig einsortieren müssen und mal interpretieren müssen. Grundsätzlich hat mich diese kleine Powerstation von Avery echt überrascht. Ich würde sagen, sie hat mich fast geflasht. Ich hatte erwartet, dass das Ding in der Mitte quasi wegen Überlastung einfach abschaltet. Das ist hier nicht passiert. Die Powerstation hat also die ganze Zeit die 2300 Watt gehalten, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen hat das super geklappt. Der Lüfter ist absolut genial. Also ich habe schon viele Powerstations getestet von verschiedensten Marken und es war eigentlich immer so, wenn die Dinger über 1500, 2000 Watt gegangen sind, ist der Lüfter volle Flotte losgelaufen und hat losgejault und hat eigentlich nur noch genervt. Teilweise in den Netzteilen, in der Powerstation, also extrem hohe Geräuschkulisse. Und hier haben wir einfach einen temperaturgeregelten Lüfter, der auch noch darüber hinaus extrem leise ist. Also es hat mir wirklich gut gefallen, dass der Lüfter in verschiedenen Stufen hochregelt und dann auch, wenn die Temperatur sinkt, gleich wieder abschaltet. Und wenn ich auf der Suche nach einer Powerstation wäre für den Einsatz beim Camping, im Wohnmobil, im Caravan oder zu Hause in meinen eigenen vier Wänden, im Büro, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, dann wäre das hier definitiv mittlerweile ein ganz heißer Kandidat auf meiner Liste. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auch die vielen USB-C-Anschlüsse machen den Einsatz zu Hause natürlich sehr, sehr sinnvoll oder im Wohnwagen, weil ihr auch die Möglichkeit habt, viele eurer Handys, Drohnen oder was weiß ich hier parallel zu laden. Und darüber hinaus habt ihr auch noch die Möglichkeit, an eurem 12-Volt-Anschluss einen 12-Volt-Wechselrichter zu betreiben. Also richtig, richtig gut. In diesem Video wollten wir uns aber um die Frage kümmern, kann man mit dieser Powerstation ein Elektroauto laden? Und ihr habt es gesehen, ja, das geht. Es geht einwandfrei. Wir haben 10 Kilometer in den Akku des Tesla geladen. Aber es geht nicht mit jedem Elektroauto. Ihr braucht zwingend ein Elektroauto, bei dem ihr die Möglichkeit habt, die Ladeleistung im Auto oder über eine App zu regulieren. Bei Tesla geht das, bei vielen anderen geht das nicht. Ich meine, schreibt es mir gerne in die Kommentare, klärt mich da auf, ob ich da falsch liege. Aber ich meine zum Beispiel Autos wie die Renault Zoe, die laden immer mit 3,7 kW und dann gibt es Autos, die laden grundsätzlich 11 kW. Also es kommt wohl stark aufs Auto an, ob das für euch möglich ist. Zum Schluss müssen wir natürlich nochmal über die 10 Kilometer sprechen. Ist das jetzt viel? Ist das jetzt wenig? Also ich hätte
zumindest von meiner Seite her erstmal weniger erwartet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte so eher 5 bis 7 Kilometer erwartet. 10 fand ich jetzt relativ viel. Das heißt also, für mich sind auch wenig Verluste beim Umwandeln oder beim Laden passiert. Und das finde ich schon mal sehr, sehr positiven Aspekt. Wenn mein Akku jetzt leer wäre, ich hätte bis zur nächsten Ladestation 5 Kilometer, dann sind 10 Kilometer aus dieser Powerstation natürlich relativ viel. Würde ich diese Powerstation deshalb als Reservekanister mit im Kofferraum mitführen? Ganz klar nein. Zum einen wäre es zusätzliches Gewicht und zum anderen hat das Laden jetzt 1 Stunde gedauert und ich möchte nicht für 10 Kilometer irgendwo am Straßenrand stehen und da 1 Stunde lang aus der Powerstation wieder Strom ins Auto zu laden, macht für mich keinen Sinn. Zu guter Letzt ist es ja auch so, selbst wenn euer Akku 0% anzeigt, hat er trotzdem noch eine gewisse Reserve. Die Hersteller machen es ja in der Regel so, dass euch nicht die gesamte Kapazität des Akkus zum Fahren zur Verfügung steht. Also die behalten ja grundsätzlich eh schon eine kleine Reserve. Das sind meistens 2 Kilowattstunden bis 2,5 Kilowattstunden. Und das entspricht dann einer Leistung von 5 bis maximal 15 Kilometer. Also je nach Fahrweise habt ihr also eh, wenn das Auto null anzeigt, immer noch eine gewisse Reserve, die ihr fahren könnt. Und auch das macht das Ganze für mich irgendwie überflüssig. Trotzdem muss man jetzt allerdings sagen, 10 Kilometer, das, was wir in den Akku geladen haben, ist in etwa das, was ich in der Woche fahre, wenn ich unseren Familieneinkauf mache. Das heißt, wenn ich unseren alltäglichen Einkauf mache, dann fahre ich so 5 bis 7 Kilometer. Und wenn ich jetzt tagsüber diese Powerstation mit Solarenergie laden würde und abends quasi den Strom aus der Powerstation wieder ins Auto laden würde, dann hätte ich letztendlich ja meinen Einkauf zu 0 Euro Fahrtkosten gemacht und da wären mir dann auch die Umwandlungsverluste letztendlich egal. Wenn ich dreimal die Woche einkaufen fahre, dann sind das 30 Kilometer, die ich eben ins Auto lade. Ob das Sinn macht oder nicht, hängt in meinen Augen zunächst natürlich vom Auto ab und auch vom Fahrprofil. Wenn ihr täglich beruflich pendelt, macht das Ganze mit Sicherheit überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr eher Langstrecken-Urlaubsfahrer seid, macht das Ganze auch keinen Sinn. Aber wenn ihr zum Beispiel in einer Großstadt wohnt eher zentral und fahrt eh nur sehr geringe oder kleine, kurze Strecken mit dem Auto, weil ihr mal was bei Regen holen müsst oder weil ihr mal was transportieren müsst, was ein bisschen größer ist und nicht auf dem Rad geht oder in öffentlichen Verkehrsmitteln geht, und ihr möchtet euch keine Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage anlegen, dann kann das hier sicherlich ja eine Lösung sein, muss aber nicht. Also wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden und dann muss auch jeder für sich selbst gucken, ob das Ganze für ihn passt. Mir ging es in diesem Video rein darum zu gucken, ist es technisch möglich, und technisch ist es definitiv möglich. Ob und für wen das Sinn macht, das ist natürlich, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare eure Sichtweise schreiben. Was denkt ihr darüber? Kennt ihr Leute, die so ihre E-Autos laden? Seht ihr ein Einsparpotenzial? Seht ihr da kein Einsparpotenzial? Ist das alles Blödsinn in euren Augen? Schreibt mir eure Meinung mal gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Denn ihr habt hier schon gesehen, vielleicht hinter mir, ein neuer Solarladeregler ist da, neue Module sind auf dem Weg. Das heißt, die Inselanlage wird jetzt demnächst auch nochmal kräftig ausgebaut, damit ich eben das E-Auto auch mit ein bisschen mehr Power laden kann. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie gesagt, Kanal abonnieren, dann sehen wir uns bald im nächsten Video wieder. Ciao!